Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Schlägt mein Mikrofon aus. Hallo, 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 okay. Ich wollte schon sagen, in der letzten Folge haben wir, ja, alles hier so. Jetzt hockt das Ding die ganze Zeit hier, ne? Was zum. Nick? 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 Geht's dir gut, Mann? Mein Gott. Nick ist zur Hälfte ein Schild geworden. Was? Da bist du ja. Das nie wieder. Jetzt so eine Angst. Um dich natürlich. Ja, ich beginne den Part hier, weil wir sollen ja einen Medaillon zurückholen, was ein paar Raider von diesen Pharma-Typen hier geklaut haben. Also von der Tochter von diesem Pharma-Typen. Und ja, das ist hier relativ in der Nähe, deswegen kann man auch direkt von hier aus sehen gehen, ne? Ich glaube, das ist nur die Straße so da hinten entlang. Weil, warum denn nicht? Ich heiße das hier. Ich habe meine Kampfflinte übrigens auch mal umgenannt. Oder Kampfgewehr. Kampfgewehr, meine ich. Dann habe ich ihn den Best Buddy genannt. Den Best Friend. Weil Best Buddy habe ich ja schon. Deswegen habe ich ihn Best Buddy genannt. Da sagt mir nicht, wir müssen durch Concord gehen, weil ich das letzte Mal versucht habe, so mich an Concord so vorbeizuschleichen, waren da ganz viele Raider. Ist mir nicht gefallen. Ne? Da ist schon wieder irgendwas. Kommen wir gehen da hin als erstes. Oh, ich liebe es einfach so random Location zu finden. Oh Gott. Ah. Alter. Wenn sich meine AP überhaupt beim Level Up oder so. 207, ja, ich glaube, ich hatte irgendwas mit 190 oder so beim letzten Mal. Hallöchen, was ist dir denn widerfahren? 44er Pistole? So wie die 44er Magnum. Oh, geil. Direkt einen Schuss verballert. Geil. Die brauche ich sowas von irgendwann. Aber mit 4 Schuss lässt sich nicht viel. Ist luftdicht verschlossen. Okay. Geil, wir haben eine 44er Pistole gefunden. Seht ihr, genau so ein Zeug hätte ich alles nicht gefunden, wenn ich wahrscheinlich die Story gemacht hätte. Hier wahrscheinlich doch irgendwann, aber wollen wir mal den Ding hier, damit wir gucken können, ob wir halt irgendwie öffnen können. Stimmt hier mit irgendwas zu tun. Deckel des Strom. Okay. Ich gehe mal jetzt auf. Sonst müssen wir mal tauchen. Ah. Guck mal einer. Sehr schön. Einfach so hier am Wasser was entdeckt. Und da irgendwas. Ich hab da die Karte irgendwo auf, ne? Beim Last Sanctuary. So, weiß ich nicht. Wenn ich schlecht, wenn wir hier ein bisschen erkunden. Warum steht so lange dagegen, bis irgendwie so ein Monster kommt und mich frisst? Ja, die war die Anspielung? Nein? Okay. So. Ich habe mal hier so ein Visier angebracht, weil damit hatte ich irgendwie Probleme mit dem Zielen. Deswegen. Radar, wo? Alter. Aua. Au, voll ins Gesicht hat er mir den geworfen. Leute von Sanctuary, helft mir.
Der geht einfach voll im Mörder durch. Ja, ein Flammenwerfer. Was? Oh mein Gott. Was? Mein Gott. Gott, so weit ist voll episch. Ich habe eine Säge, wo dein Name draufsteht. Geil. Oh, ich bin extra in den Weg gegangen, weil ich dachte, wäre eine Truhe oder so. Ja, wir sind aber noch halbwegs auf dem Weg, glaube ich. Deswegen ein kleiner Abstecher. Daran sollte man sich gewöhnen in diesem Projekt. Einige ragen wahrscheinlich so, mach mit der Story weiter. Du Arsch. Aber, weiß ich nicht. Muss da Spaß dann, da haben wir schon wieder was. Erstmal mal trinken. Wird das wahrscheinlich mit Luca Colas irgendwann austauschen. Autoentsorgungsgelände. Oh, kurz weit, schau nicht hin. Das ist wie ein Friedhof für dich. Oder? Vielleicht bin wir ja. Boah, da ist so ein Typ hier, hallo? Was? Okay. Ja. Oh Gott, ich hoffe, wir treffen solche Typen nicht, solche Roboter, weil die waren richtig schwer zu bekämpfen im dritten Teil. Höchsten Schwierigkeitsgrad, das war nicht witzig. Ja, das waren die stärksten Roboter, die man bekämpfen konnte. Das sieht aus wie ein Armee-Roboter. Und er ist sogar noch funktionstüchtig. Oh, hoffen wir, dass er uns freundlich gesonnen ist. Na, sehr gut. Kotzweil kann sogar ja mit der Umgebung interagieren. So, ich kann ja mal nichts machen. Lass mich raten, ich muss irgendwas aktivieren oder ich gehe irgendwo hin und dann kommt auf einmal so. Ja, wahrscheinlich, ne? Hallo, Hot Bruder. Eine Lackierung für deine Power-Rüstung freigeschaltet. Haha, geil. Wenn ich ihn nur benutzen würde. Irgendwann. Also wenn die Gegner irgendwann genauso stark wären wie in Fallout 3, dann werde ich irgendwann zu einer Power-Rüstung wechseln müssen, habe ich das Gefühl. Ja, die Schallplatten und Batterien, die tun wahrscheinlich voll das Gewicht hier in die Höhe schießen, ne? Gibt Schaltkreise dadurch. Und hier kriege ich ganz schön viel. Und da ist ein Stimpack. So, gucken wir mal, ob wir ihn aktivieren können. Und ob wir uns dann umbringen. Und abspielen. Dieser von Zensiert im Auftrag gegeben und von Zensiert hergestellten Produkt darf nur durch offizielle Mitarbeiter der Firma Zensiert entsprechenden Kunden bedient werden. Mein Gott, zum ist nicht verantwortlich für die Sachschäden. Hat sich kein Mitglied von und da. Sie müssen in diesen Hohlmann unverzüglich zerstören, sowie Existenz dieses Bandes. Oh Gott. Dieser Kampfwächter-Roboter ist ein Proto, der wird nachdrücklich empfohlen, alle Tests in einen abgeschlossenen Bereich durchzuführen. Den Vorfall, wenn das Training zu antworten, Bolze kannst du durchführen, ja. Okay. Hallo? Wird der rot? Hallo? Der funktioniert, oder? Aktuelles Ziel: Patrouille im Nahbereich und Neutralisierung von Feinden, die eine Gefahr für das Militär und oder Bürger der USA darstellen könnten. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Okay. Dann
Da ist so ein Radar, was der da hat. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Okay, dann noch viel Spaß. Oh, ich guck noch mal hier rein. Wert. Lieferprotokoll. Alle Gliedmaßen, okay. Also, protect uns. Ja, ohne Arm und Bein, wie kann dann eine Produktion nicht aufhalten? Ein Roboter, die Roboter erstellen. Das nicht Sau-Auge mein? Okay. Kannst mal gegen die Raider helfen, die in der Nähe sind, ne? Okay, dann chill du mal hier. Ich könnte ihn wahrscheinlich anschießen und gucken, ob der auf mich losgeht. Er geht wahrscheinlich auf mich los, aber ja. Kannst du mir gegen die gegen die Raider helfen oder kannst Sanctuary beschützen, aber nein. Da ist ein wunderschönes Wildleben. Was ist das hier? Sind hier so ein Weti Bird? Das sind die Dinger, glaube ich. Ne, ist ja auch irgendwo eine Minigun dran. Schade. Oh, warte mal. Wenn hier eine Minigun fehlt, ne? Dann hat die irgendjemand. Schluck. Ja, sind wir hier richtig? Oh, hi. Da eigentlich ein bisschen reinschleichen, aber okay. Okay. Dann gehen wir da rein. Sind nicht viele anscheinend. Okay, da drunter. Ist wahrscheinlich noch was, ne? Verdammt. Was? Was denn? Du hast so verwundert gesagt, hallo. Deswegen dachte ich, hier ist was Wichtiges. Aber anscheinend nicht. Ups. War doch matt in dem Part, ich hoffe ja. Okay, halt du die Stellung da oben. Ja, das Visier anzubringen, hat's gebracht. Hat mich voll erschreckt jetzt. Was war das? Was denn? Mein Gott. Habe ich voll erschreckt, als ich hier reingekommen bin. Kamerapatrone, was ist das denn? Alter. Gott, so weit, das ist so eine Rakete oder irgendwie so abgeschossen. Na, dann gehen wir mal da rein. Achso, das Ding in der, die Firma, nehme ich an. Alter. War ich aber nicht, ne? Wieso gehäutet jetzt haben und so. Nee, du willst anscheinend da rein, habe ich so das Gefühl, ne? Satellitenstation Olivia. Und ich hoffe, man hat in dem Part. Aber wie gesagt, nicht so groß. Obwohl er ist mit einer Quest verbunden, also nehme ich mal an, dass das nicht so klein ist. Dreck. Hallo, das war ein bisschen auffällig. Kristall hinzugefügt.
Ich finde diese Dunkelheit absolut unnötig. Kann ich irgendwie so Türme oder so umstellen? Hunted. Nehmen wir mal Hunted. Zwei Treffer. Hand. Mutter. Warte, warum? Hand. Jetzt sind drei. Hand. Jetzt sind auch drei. Bin drin. Perfekt. Die wir auch so in den letzten Monaten verbessern. Wartung wählen wir noch das, um den Langraum ist eine Desinfektion aufgrund Schädlingen. Okay, Kakerlaken. Langraum ist ausschließlich für Nachrichten, okay. Okay. Okay, das muss ich wohl rausschneiden. Hab ich das Gefühl. Weil jetzt wird die Person es mir vielleicht übernehmen. Okay. Oh. Jetzt gehörst du mir, Mann. Hi, hi. Er war wohl zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Mann. Alter, ehrlich? Walter, ehrlich? Da ist nichts mehr. Jetzt war er endlich. Findet sie und das doch sie. Einfach der Roboter erledigen. Das ist etwas im Busch, Sir. Ja, der ist geil als Gefährte. Sehr schön. Alter. Hi. Hi. Alter, die können es auch manchmal echt übertreiben mit den Dingern, ne? Das nennt man anständig zielen, du Anfänger. Ich? Alter, ich wusste es. Ack, ack, was? Oh nein. Hat jemand die Dingens jetzt genommen? Bin jetzt nicht so nett. Hey, wie soll ich denn da reinkommen? So, wenn ich jetzt die Wand treffe, ne? Ja, genau so. Ich hab's gewusst. Oh. Alter, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Hallo, na? Ich nehme mir die mal, bevor einer von euch die ganze Zeit aufhebt. Ich erstmal hier platt. Das kann ich ja nicht irgendwo erkunden, habe ich das Gefühl. Alter. Der hat ein Dings, ey. Gut, dann kann ja Hunde auch Halsbänder tragen, ne? Das ist auch mal geil. Jetzt muss noch tiefer rein anscheinend. Hey,
Alter. Lass dich treffen, Mann. Wieder ein Arm ist gebrochen. Wie kann denn ein Arm von Feuer brechen? Oh Gott, Gott. Ja, schnapp den dir. Okay, sehr gut. Gut, haben wir jetzt erstmal alle hier in dem Gebiet. Scheint nur noch weiter runter zu gehen. Was ist denn dieser Ack-Ack? Der jetzt Ack-Ack. Okay, gucken wir mal oben jetzt noch nach. Ich habe jetzt genug Ruhe wahrscheinlich. Was ist hier denn zum Beispiel noch? Speichern wir mal. Ach, hier bist du hingerannt. Ja, genau, das sieht da so aus. So eine komische, dicke Spritze. So, benutzt man nicht einen Pümpel. Wo ist jetzt der Raum, den ich erkunden wollte? Ja, so. Hier zum Beispiel, das Ding. Hab ich noch gar nicht gesehen. Ja. Viele Impro-Pistolen, ne? Hallo? Terpentin weiß ich gar nicht, ob ich das brauche im Moment. Gut, weiter. Ich guck mal da unten nochmal nach. Da ist weiter, okay. Jetzt dann hier lang. Oh, hi, danke. Also irgendwann werde ich auf jeden Fall, wenn ich die dann benutzen kann, dann kann ich die auf jeden Fall eine ganze Weile benutzen. Die Powerrüstung meine ich. Wenn ich so sehe, das weiß ich nicht. Nicht direkt beim letzten Kampf oder so, aber letzte Mission, aber so später, wenn ich irgendwo sehe, da komme ich so nicht weiter, dann packe ich meine Power-Rüstung aus. So. Ach, hier war das. So, was ist da noch? Viel Zeugs. Schon eine gerade Schemkiste. Das wär's. So. Dann gucken wir mal, ob wir das noch schaffen. Oder ist halt einfach nur... Okay, das so. Noch besser. Einfach irgendwo drin ist das noch. Sonst nirgends mal hier. Okay, hier ist nix. Warum haben die das Medaillon so in den letzten Dingen ja reingepackt? Als ob die sich irgendwie bewusst sind, dass sie irgendwie Gegner sind. Dass das eine Dungeon ist, irgendwie. Das letzte Gebiet in dieser Dungeon. Geschafft. Ja.
Abgeschlossen, sehr gut. Hi. Oh, ich sehe gerade, da unten ist Öl. Ich nehme an, wenn ich... Ich nehme an... Upsala. Ich nehme an, wenn ich irgendwie dagegen geschossen hätte in dem Boden, wäre alles hochgegangen. So, ich bin in Red Kakerlake, irgendwie eine Pistole aus, hallo. Schön. Wenn ich einen rausholen will, dann nur um der normal anzugreifen. Na, wir nehmen jetzt hier ein paar Sachen mit, aber wir sowieso abhauen. Hallo, was ist das denn? Nachrichtenraumschlüssel. Wo ist denn hier ein Nachrichtenraum gewesen? Ja, schon überall drin gewesen. Nicht verrostete Blechdose. Hm. Es gab eine Zeitung. Oh, hat Wasser, ne? Haben wir den Rest gegeben. 27 Minuten, okay. Dann Mission abgeben werden wir wahrscheinlich in dem Part nicht mehr. Hallo. Da, wo immer Strahlung ist, ist sowieso immer irgendwas, habe ich das Gefühl. So, ich mache mal die lokale Karte. Oh, hier ist tatsächlich noch irgendwas, was ich nicht erkundet habe. Der Terminal schon benutzt, ja, ne? Sind ja noch was. Okay. Wo denn? War ich doch schon überall. Ja, hier ist der Nachrichtenraum. Den habe ich mir der Dings geöffnet. Okay. Dann gehen wir raus. Haben wir alles erledigt. Hier ist nichts mehr. Dann werde ich offscreen wahrscheinlich hier wieder meine Sachen einlagern. Den ganzen Müll. Oder Schrott. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann, wenn ich das Medaillon abgebe. Meine Belohnung abhole. Hoffe ich. Ich hoffe, es gibt eine Belohnung. Ich bedanke mich dann schon mal allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.